Heute beginnt unsere neue große Reise, Defende Around Asia sozusagen. Wir gönnen uns noch ein schönes Wiener Frühstück, weil wir das jetzt länger nicht haben werden. Wir sind endlich fertig geworden mit Einräumen. Es ist alles sehr voll. Wir haben gefühlt viel mehr mit als letztes Mal. Und sonst, das ist der neue Defender. Sandbleche, Leitbar, Kennzeichen ist ein bisschen auf die Seite gerutscht. Und einige coole Neuerungen, auch innen. Etwas anders als letztes Mal. Und ja, die Karin wartet im Trockenen. Komm. Brauchen wir noch was? Ich glaube nicht. Ja, ist ein One-Way-Ticket. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir noch was brauchen. Und wenn, dann ist es nicht so wichtig. Okay. Und dich, du darfst nicht drin bleiben. 207.134 Kilometer. Und es werden noch ein paar mehr werden. Heute geht es mal bis nach Graz, also nicht allzu weit, aber es ist auch schon fast sechs. Dann der grobe Plan ist eben, dass wir durch die Türkei fahren, nach Georgien, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, dann über Russland, nach Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan und dann noch vielleicht in die Mongolei. Aber wir haben keinen fixen Plan. Also wir haben mehrere Routen im Kopf, aber wir sehen dann einfach, welche es wird. Wir haben schon den ersten Stopp eingelegt, noch nicht sehr weit weg von Wien, weil es ab 80 km/h circa so rüttelt im Lenkrad und ein komisches Geräusch gibt. Gerade auf der Autobahnraststätte, auf die wir jetzt abgefahren sind, steht ein Auto vor dem ÖMTC und der Dani schaut jetzt mal, ob die uns vielleicht ein bisschen helfen könnten. Also die Buchse von dem Stab da hat ganz viel Spiel. Und zwar, wenn ich jetzt das Auto wackel, sieht man das? Wie das herum? Ja, ein bisschen. Und deswegen macht es auch Sinn, was die Karin gespürt hat, dass wenn man dem nachgibt, dass es dann weg ist. Der beste Tag, was passieren kann, weil... Genau, es ist Sonntag heute und das heißt, wir fahren doch nach Graz und dann kommen wir morgen in die Werkstätte. Ja, das passt schon. Ja. Besser als irgendwo in der Mongolei, also. Die neuen Scheibenwischer sind so super. In Verbindung mit der neuen Scheibe, das macht auch gut aus. Ja, ja, voll. Und das ist wirklich besser als bei den meisten anderen Autos, die ich so gefahren bin jetzt in letzter Zeit. Es ist halt wirklich wirklich der Auslieferungszustand. Und wenn dann auch ein Mercedes 5 Jahre alt ist, dann ist es halt auch nicht mehr wie am ersten Tag. Und boah, das ist, damit habe ich so eine Freude. Wir sind jetzt gleich da und bei dieser kleinen Waldstraße ist es einfach so schön mit der Leitbar zu fahren, weil also das wäre das Fernlicht und das strahlt wirklich sehr weit in die Ferne, aber eben ausleuchten tut die Leitbar einfach so viel besser. Vor allem wenn wir eben zu zweit fahren, was wir jetzt in nächster Zeit recht oft tun werden, der Schalter ist in der Mitte und somit kann der Beifahrer das Fernlicht schalten und es ist quasi wie eine Fernlichtautomatik, die den Fahrer entlastet. An das habe ich beim Einbauen gar nicht gedacht, aber von der Idee her ist es halt voll praktisch, wenn der Schalter fürs Fernlicht in der Mitte ist, weil dann wirklich der Beifahrer auch das schalten kann und man nicht noch sich darauf konzentrieren muss, das Licht abzuschalten, wenn jemand entgegenkommt und so. Das ist echt eine manuelle Fernlichtautomatik. Also jetzt noch eine warme Nacht im Haus. Morgen schauen wir dann, wie es mit Werkstatt ausschaut und wie lange die braucht und wann wir dann richtig los können. Wir sind jetzt bei GB, also Great Britain Premium Cars. Und ich wollte eigentlich schon am Telefon fragen, ob sie nicht auch nicht Premium Cars machen. Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir hier jetzt den Stab ausbauen. Die neuen Büchsen haben sie schon, haben wir schon bezahlt. Das sind halt jetzt original Land Rover Preise, aber das ist okay. Und das pressen sie uns dann gleich rein und dann können wir weiterfahren. Blöderweise ist der Wagen drüber genau in diesem Fach da hinten, das so vollgestopft ist, ganz hinten, ganz unten. Also muss das ganze Fach ausräumen. Das ist bitter. Du hast gestern echt so 2 Stunden verbracht, um das schön zu schlichten. Ja. Jetzt muss einfach alles wieder raus. Weiß nicht, aber ich glaube, das Vor-Zurück ist nicht normal. Und ob das seitlich ist, weiß ich nicht. Aber wir werden es dann sehen, wenn wir den neuen eingebaut haben.
So, es passt alles und jetzt geht's ab Richtung Mongolei. Jetzt fahren wir das erste Mal wieder 80. Ja. Schneller. Es ist nichts. Also ich glaube, das war es wirklich. Also es sind die ganz normalen Vibrationen, die man immer hat, aber nicht die jetzt stark werden. Also ich glaube, es passt. Ich schrecke mich immer, wenn eine 100er Begrenzung ist und dann schaue ich aufs Tacho und wir fahren eh nur 90. Weil du sonst so rast mit anderen Autos. Wir haben einen neuen Mitfahrer. Also ich hätte zum Beispiel gerne einen Hund, aber ich habe mich das leider glücklich mehr. Und ja, wenn wir zum Beispiel streiten oder so, dann ist man ja sonst ganz alleine. Und so hat man wenigstens noch ein Schäfchen. Das ist unglaublich süß. Ja. Baba Republik Österreich. Es ist echt arg, wie kurz nach der Grenze sich schon die Straßen ändern. Ich meine, wir haben jetzt eine Route genommen ohne Mautstraßen, deswegen sind wir natürlich nicht auf den besten Straßen unterwegs. Aber es ist schon recht abenteuerlich im Vergleich eben zu Österreich vor 20 Kilometern. Wien, Graz, da sind wir nach Ungarn gefahren. Jetzt waren wir da so am Balaton südlich entlang und dann da irgendwo haben wir bei der E3, glaube ich, übernachtet. Und dann geht es für uns über Szeged nach Timișoara in Rumänien und dann so irgendwie nach Bulgarien. Es ist ziemlich windig gerade und die Wiesen, also die Felder, bewegen sich so mit dem Wind mit und es ist wie so ein Entspannungsvideo. Und eine Thermoskanne haben wir jetzt auch mit und das ist ein Wahnsinnsfortschritt. Also ich meine, es ist zwar noch ein Drum, was da herumliegt, aber halt warmen Tee trinken, wenn man kurz draußen war, einen neuen Akku für die Kamera geholt hat von hinten. Boah, und dann eine Tasse Tee. Perfekt. Es ist ungrausig draußen und wir wollen trotzdem was Warmes essen. Und es ist halt so super, weil wir haben, ich meine, es ist alles vollgeräumt, weil wir alle Einkäufe jetzt immer reingeschmissen haben. Aber ich habe einen Platz, wo ich den Kocher hinstellen kann und kann zumindest hier knien und bin halt nicht im Wind. Weil früher mussten wir immer draußen kochen. Wir hätten uns da jetzt so in den Wind gestellt und so. Das ist unangenehm. Also ein bisschen einen warmen Raum drinnen. Mhm. Oh, ungefährlich. YOLO. Und wir hören kroatisches Radio. Ja. Und das ist einfach so. Also INA HR. Autoplin, jeder Nuller. Kroatische irgendwie. Werbung, ja. Das ist einfach so schön, weil halt jetzt um die Zeit letztes Jahr haben wir gerade in Kroatien eben begonnen und wir haben eigentlich so viele positive Erinnerungen. Mhm. Aber echt schöne Zeit. Und jetzt das Radio, oh, ich habe so viel Radio gehört dort. So lange geregnet und die Straßen sind sehr, sehr weich und sehr, sehr klebrig. Also mit einem normalen Auto würde ich mich da nicht unbedingt vertrauen. Aber der Defender wühlt sich ohne Anstrengung einfach durch. Da sind schon die Reifen super. Wir sind jetzt in 5 so Nebenstraßen reingefahren, glaube ich, und die 5. ist jetzt geworden. Wir sind bis zum Ende gefahren, da ist so ein verschlossenes Tor, das aussieht, als würde das nicht oft geöffnet werden. Der Stellplatz ist ganz in Ordnung, es ist ein bisschen schlammig, aber das ist so mit so Steinen der Weg. Also man sinkt nicht arg ein. Und es ist kein Haus weit und breit, nur Felder. Und es ist so ruhig und also eigentlich so laut, weil die ganzen Tiere so laut sind jetzt nach dem Regen. Alles so klein aus, aber vielleicht beim Auto dann eh groß. Ja. Ich schmeiß dir mal einen runter. Wir haben mittlerweile hier in der Mittelkonsole einen Schalter, damit die Heizung den Strom bekommt. Das heißt für uns ein Kabel weniger anstecken, ein Arbeitsgriff weniger und es wird warm. Die Heizung läuft schon, das Dachzelt steht.
Und oben ist es schon warm. Ich habe gerade ein paar Sachen reingegeben oben. Und es ist schon ganz warm. Boah, es ist echt ein cooler Schlafplatz geworden. Boah. Jetzt am Anfang sind wir noch motiviert, gutes Essen zu machen. Nein. Ich hoffe, das bleibt. Ja, ich glaube auch. Nachdem es hier wirklich still ist und man nur Vogelgezwitscher hört, jetzt hat man es gerade gehört, hört man ganz oft so sehr dumpfe, starke Knalls. Das haben wir schon öfters gehört, eben auf verschiedensten Schlafplätzen. Und wir glauben mal, dass es irgendjemand eben, der schießt, weil Sprengungen wären zu komisch. Es kann dann aber auch einfach nur Explosionen sein, um Tiere zu verscheuchen, also ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sollte der Schütze uns zielen, hat denke ich schon 13 Mal verfehlt. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Aber das war wirklich was, wo wir uns am Anfang schon mulmig gefühlt haben. Boah, das ist eine warme Höhle. Ja. Ich kann alle meine Jacken ausziehen. Und ich habe mir gerade gedacht, auch wenn es das Zelten an sich gerade nicht so viel Spaß macht, wenn es regnet und so, obwohl es eh super ist gerade, aber selbst wenn es nicht Spaß macht, ist es ja doch ein Mittel zum Zweck, dass man irgendwo mal wo ganz schön ist und irgendwann wieder schönes Wetter kommt. Und vor allem jetzt eben nach dem Regen, es war echt beeindruckend. Die ganzen Vögel hören und es macht so viel Spaß. Und wenn man sich vorstellt, das noch mit Sonne, das ist unglaublich schön. Man muss auch was, finde ich, ein positiver Punkt vom Kalten ist. Also ich finde, es ist so viel schöner, aus dem Fenster zu schauen, wenn es hinten warm und vorne frische, kalte Luft ist. Mm. Das ist einfach so dieses Gefühl von Geborgenheit und wohlig warm. Und voll. Trotzdem so frische Luft sehen und wir haben schon ein paar Rehe gesehen aus dem Fenster. Das ist einfach so besonders. Und das ist, also ich weiß, der erste Tag von so vielen Tagen. Und das ist jetzt wieder unser Leben. Ja. Das ist unfassbar schön. Voll. Und wir haben jetzt eine ganz schöne Blumendecke. Und zwar, weil ich jetzt eine Komfortdecke habe, die 2,20 Meter lang ist. Weil ich das ganz gern habe, wenn die Füße und der Hals im Warmen sind. Und dazu gab es nicht so eine große Auswahl an Überzügen, deswegen jetzt so eine wunderschöne. Was heißt große Auswahl? Bei der größten Auswahl hättest du dich immer für das Blumenmuster entschieden. Nein. Und es ist windstill und ich glaube, jeder weiß, wie sehr ich es liebe, wenn es windstill ist. Wir haben jetzt den Heizungsschlauch unter den Decken zu Hause. Dann muss der Körper das aufwärmen und so hat man einen Schlauch, der die Decke für einen aufwärmt und in 5 Minuten geht man ihn raus und schläft ein. So schön. Gute Nacht.